Hallo zu einem neuen Video. Heringe kann man in der Kieler Bucht eigentlich das ganze Jahr über fangen. Die Aufnahme, die hier zu sehen ist, die ist bei einer langsamen Fahrt auf der Kieler Förde Ende September entstanden. Für mich sind die Heringe, die ich von Ende September bis in den November hinein fange, eigentlich immer die leckersten. Heringe angeln bringt viel Spaß und sie sind lecker, also los geht's und viel Spaß bei dem Video. Wenn ich vom treibenden Boot aus auf Schwarmfische angeln möchte, dann suche ich mir die Schwärme, fahre erstmal gegen den Wind über die Schwärme hinweg und stoppe erst dann auf, wenn es mit den Schwärmen etwas weniger auf dem Echolot wird. Dann drehe ich das Boot in den Wind und lasse mich wieder zu den Schwärmen treiben. Fische sind zu sehen, also los geht's. Nach einem Blick aufs Echolot weiß ich, dass ich Pilker mit Vorfach bis zum Grund durchsacken lassen kann, dann vorsichtig anzupfen und die ersten Bisse kommen grundnah. Es glitzert unter der Wasseroberfläche und gleich beim ersten Mal runterlassen sind die ersten zwei Heringe gefangen. Beim Heringsangeln vom Kleinboot, da kann man eigentlich gar nicht viel falsch machen. Auch junge Angler oder unerfahrene Angler werden ihre Fische fangen. Und jeder, der ein bisschen öfters draußen gewesen ist, der wird es wahrscheinlich ähnlich machen, wie ich es hier mache. Für Leute, die noch gar nicht los waren, kann man hier vielleicht ja doch das eine oder andere nochmal erklären. Und das werde ich mal versuchen. Hier sieht man zum Beispiel, dass ich einen Eimer genau an der Stelle stehen habe, wo ich die Fische über Bord hebe. Dort kann ich dann meinen Pilker reinfallen lassen. Auch die unteren Fische werden in dem Eimer landen. Von den Haken nehme ich die Fische dann immer von oben nach unten. Jeden Fisch betäube ich, mit einem Messer kehle ich ihn und lege ihn dann in einen extra bereitgestellten Eimer. Ein Blick aufs Echolot, Heringe von Mittelwasser bis Grund. Beim Ablassen fange ich schon an zu zupfen und wenn ich die ersten Bisse habe, dann halte ich die Rute in diesem Fall in der Tiefe, zupfe nur ganz, ganz wenig. Wenn ich jetzt mehr zupfen würde, würden wahrscheinlich viele Fische wieder abgehen. Ich merke, jetzt hängt da mehr dran, wie einer zieht trotzdem ganz langsam hoch. Denn auch beim langsamen Hochdrehen steigt ab und zu nochmal ein Fisch ein. Und so kann es dann klappen, dass man dann auch mal alle Haken besetzt hat. Fünf Stück. Fünf Stück. Ja, hier ist aber auch wirklich gerade alles voll. Von oben bis unten Heringe. Hier sieht man jetzt wieder sehr schön den Vorteil des bereitgestellten Eimers. Der Pilker und die unteren Heringe landen im Eimer und ich kann von oben nach unten die Fische einen nach dem anderen abmachen. Ich benutze hier gerade ein Vorfach mit kleinen Circle Hooks und hier kann man aber auch erkennen, dass Circle Hooks nicht nur Vorteile haben, weil man kann die Haken einfach nicht so schnell von dem Fisch lösen, wie man das mit einem normalen Heringsvorfach dann hinbekommt. Manchmal hakelt das ganz schön und man muss ein bisschen rumfummeln, zerreißt den Fischen dabei das Maul und das ist bei Circle Hooks nicht so schön. Es geht mir nicht um ein schnelleres Abhaken, damit ich noch mehr Fische fangen kann.
Nein, ich möchte die Fische weitgerecht behandeln und dazu gehört eben auch ein schnelles Hakenlösen. Keine Frage, Circle Hooks sind gut, aber für Heringe. Und kein Entkommen, stimmt das? Für passive Angelmethoden sicherlich eine klasse Hakenform. Wenn meine schon gekauften Vorfächer mit Circle Hooks verbraucht sind, werde ich jedenfalls wieder Heringsvorfächer mit normalen Haken verwenden. Inzwischen hatten die Bisse nachgelassen und nach einer kurzen Pause setzte ich zu einer neuen Drift an. So, die Bisse sind weniger geworden. Ich habe super gefangen. Hier sind die ersten Schwärme, aber trotzdem fahre ich jetzt auf meiner Kurslinie wieder gegen den Wind an, weil das war ja eine super Strecke jetzt eben gerade. Deswegen werde ich einfach auf meiner Kurslinie wieder zurückfahren, sehen, ob auf dem Echolot wieder gute Schwärme sind und dann geht das auf ein neues. Da sieht man andere Boote, die fischen etwas tiefer wie ich. Jetzt sieht man schön, wie die Schwärme wieder größer werden. Und ich bin auf dem richtigen Weg scheinbar. Wie vorhin warte ich jetzt einen kleinen Moment. Es sind immer noch sehr gute Schwärme da. Ich fahre also noch ein klein wenig gegen den Wind an. Schwärme sind da. Trotzdem, jetzt wird es weniger und ich nehme Gas weg. Drehe das Boot rum und weiter ging es. Die Sonne von oben, die Fische von unten, was will man mehr? Während ich zupfe, drehe ich hier wieder langsam vom Grund hoch. Ich spüre die Fische, halt die Rute ein bisschen und drehe ganz langsam weiter. Jetzt merke ich, dass mehr Fische dran sind und drehe etwas schneller hoch. Den grün-silbernen Pilker, den ich hier die ganze Zeit verwende, den habe ich selber gebaut. In einem Video auf meinem YouTube-Kanal kann man sehen, wie man sich erst eine Form und dann Pilker selber baut. Ein Link zum Video befindet sich oben rechts. Der nächste Fisch, der dann biss, war dann mal kein Hering. Erst ein Fehlbiss und sofort ein zweiter Anfasser. So, was ist das? Was ist das? Irgendwas gerissen. Ja, das sind Dorsche. Das waren Dorsche. So, Kollege, du hast Glück. Und ein bisschen klein bist du auch. Also, auf Wiedersehen.
wieder ein Dorsch. Das ist wieder ein Dorsch. Wieder ein kleiner Dorsch. Gerissen. Aber auch du hast Glück. Das ist nämlich nichts Schlimmes, Kollege. Auch du darfst natürlich wieder schwimmen. Wir wollten am selben Tag noch frisch gebratene Heringe als Doppelfilets essen und danach einige in Sauer legen. Aber so langsam hatte ich für den Eigenverzehr genug Fische gefangen. Zusätzlich hatte ich in der Verwandtschaft gefragt, ob jemand frische Heringe haben möchte. Da finden sich natürlich auch immer noch ein paar an, die gerne welche nehmen. Die aufgenommenen Bilder wiederholen sich jetzt eigentlich nur noch. Es sind noch einige Fische ins Boot gekommen, bis ich dann aufgehört habe. Aber das Zuschauen wird mit Sicherheit jetzt langsam langweilig. Bevor der Film dann viel zu langweilig wird, was sich immer wieder alles wiederholt, werde ich mal ein paar Aufnahmen weglassen und dem Film Ende so langsam entgegen. So, und jetzt muss ich langsam mal vernünftig werden und aufhören. Obwohl das ja so einen Spaß bringt. Aber ich habe schon meinen Kumpel Philipp angerufen. Der hat mir gesagt, wie viele Heringe er haben möchte. Dem habe ich welche mitgeangelt. Und mein Schwiegervater möchte ein paar haben. Für mich selber habe ich dann auch genug. Und deswegen höre ich jetzt auf zu angeln, weil mehr Fische kann ich nicht verwerten. Und warum sollte ich jetzt noch länger machen? Ich suche mir jetzt lieber einen schönen Platz, wo es ein bisschen ruhiger ist wie hier, und dann nehme ich die Fische in Ruhe aus. Ein bisschen hinter dem Adler da hinten. Da wird vielleicht hinter dem Denkmal ein klein bisschen mehr Windschatten sein. Mal schauen. So, und was man jetzt auch sagen muss, ich habe jeden einzelnen Fisch vernünftig behandelt, habe ihn betäubt und getötet. Und trotzdem habe ich ja wohl genug gefangen. Das hier ist zwar eine blutige Angelegenheit, weil sie alle gekehlt sind, aber dafür habe ich auch ein vernünftiges, ausgeblutetes Fleisch und die Heringe werden super schmecken. Herbstheringe. Das war ein klasse Angeltag. Ich hoffe, einigen hat mein Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.